Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Live in Bunker. Und wir haben hier das Rentnerproblem. Sind viele Leute in Ruhestand gegangen? Ich fände es cool, wenn man das irgendwie noch in Klammern oder wie auch immer hier so grau unterlegt anzeigt, was sie als letztes gemacht haben, weil ich vergesse das immer, können wir das noch nicht merken. Also wir fangen mal ganz rechts an. Wir haben immer noch unsere drei Wissenschaftler am Start, wir haben aber nur noch einen Farmer am Start, was natürlich schlecht ist. Wir brauchen mindestens drei Farmer. So, haben wir jetzt. Ja, wir haben drei Köche. Wir haben drei Ingenieure, wir haben zwei Hausmeister und der Rest baut. Und baut. Ja. So ist doch okay. Eieieiei. Hier muss mal wieder was passieren. Und wir haben ja in der letzten Folge auch nochmal Sauerstoff ein bisschen aufgewertet. Warum steht jetzt hier 29? Das verstehe ich nicht so ganz, ehrlich gesagt. Der müsste doch eigentlich angeschlossen sein, oder? Ja, ist angeschlossen. Irgendwie deute ich das, glaube ich, falsch. Also wir haben in Ebene 1 für 39 wahrscheinlich Sauerstoff und im Moment verbrauchen nur 29 Sauerstoff, weil die anderen in den anderen Ebenen sind. Jetzt verstehe ich es. Also links ist die Zahl. Ja, ist gut. Genau, hier Wasser wird knapp, ne? Das ist so, ja. Wir könnten nochmal hier für Wasser sorgen. Hier nochmal eine Wasserpumpe hinsetzen. Wollen wir das machen, Freunde? Besser ist, ne? Besser ist. Ja, ja. Ja, ja. Doch, doch. Nochmal eine schöne Wasserpumpe. Die braucht natürlich wieder Beton. Aber Beton ist ja kein Problem. Dann machen wir hier eins. So. Ja. Bauen das ab und dann gibt es da Beton. So, hier ist alles gut. Unser Lift ist bereit. Das Ding ist abgebaut. Oh, da muss unbedingt Fußboden hin. Heieieiei. So. Heieiei. Jetzt kommt der Moleman raus. Wollen wir nicht? Hier unser kleiner Zoo. Guck mal, die bauen hier, merken, ach nee, Mist, oh, scheiße. Ach, da sind ganz viele Freunde, gehen wir da an, das ist bestimmt lustig. Und dann feiern die hier eine Moleman-Party. Sehr schön. Ja, ja, sollen sie machen. Finde ich gut. So, da kommt dann gleich Beton hin, wenn das weg ist. Dann kommt da noch eine Wasserpumpe hin. Naja, damit wir da echt im sicheren Bereich sind. Hier haben wir ja eine Wasserpumpe und hier haben wir auch eine Wasserpumpe. Naja, hier gehen natürlich wieder Sachen kaputt, ist klar. Brauchen ein paar mehr Ingenieure, das habe ich schon gemerkt. Das vergammelt uns hier auch gleich wieder. Der ganze Fisch. Oh, gammeliger Fisch, das ist furchtbar. Also wir brauchen Ingenieure, Freunde. Machen wir hier nochmal einen Ingenieur, Bauarbeiter. Und noch ein Bauarbeiter. Wie sieht es denn hier aus? Wir könnten natürlich ihn auch zum Farmer machen. Ihn noch zum Ingenieur. Dass wir das Ganze hier mal am Leben erhalten. Das ist schon wichtig. Das ist wichtig. So. Und wir könnten mal wieder hier nochmal drei Leute uns nachmachen. Dann machen wir mal zwei Ingenieure und ruhig nochmal einen Wissenschaftler. Damit die Krankenstation hier auch am Florieren ist. Ja, das ist optisch natürlich hier. Eieiei, Freunde, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Nee. Also, bitte dich. Oh, das geht so nicht. So. Jetzt brauchen wir Metall, ne? Oder Beton? Ah, shit, ich hab's vergessen. Asche auf mein Haupt, Freunde. Wasserpumpe braucht natürlich Beton, Freunde. Ja, sage ich doch. War mir natürlich klar von Anfang an. Ja, ich habe das hier verinnerlicht. Bis ins geht nicht mehr. Bis zum geht nicht mehr. Also ein bisschen Deutsch. Wenn das Spiel schon ein bisschen Deutschschwierigkeiten hat, dann sollte ich zumindest dafür sorgen, hier konkret korrekt Deutsch zu sprechen, Alter, weißt du. Hier hat kein Wasser. Ach ja, ist hier gebrochen. Ich sehe schon, aber eigentlich müsste der doch von hier auch Wasser kriegen. Aber die können das nicht schaffen, die beiden Pumpen. Ja, verstehe ich. Das verstehe ich sehr gut. Das heißt, ja, ist wieder heile, ne? Alles gut. Wasserpumpe könnten wir jetzt bauen, bitte. Zack. Sehr gut. Und die brauchen natürlich Strom, den sie sich aber hier holt von nebenan und so. Na, weißt du Bescheid?
Läuft so. Jetzt sagt er, wie was mit Dusche. Können aber duschen, wenn sie wollen. Wollen sie offensichtlich gerade nicht. So, guck mal, hier ist der Fußboden auch. Den können wir jetzt auch nochmal schön rot machen. Sehr schön. Unsere Fische gedeihen. Ja. Getreide haben wir sogar so viel. Na, 4 Stück. Das könnten wir eigentlich eins mal deaktivieren. Aber wir können es auch lassen. Wir lassen das so. Das ist doch gut. Finde ich gut. Hier schön mit 4 Zutaten. Hält schön satt. Tipp, top. So, 3 Babys kommen noch. Wir können ja bis 39 sogar hoch. Also wir könnten dann nochmal uns überlegen, ob wir nochmal 3 dazu nehmen. Auch jemand gestorben. Das finde ich auch gut, wenn es ein Rentner ist. Zumindest in dem Spiel ist das eine feine Sache. Und warum aktualisiert er das nicht? Verstehe ich nicht ganz, aber okay. Hier sind noch, tauchen noch auf, aber sind eigentlich im Eimer. Ah, jetzt wird aktualisiert. Okay. 3 Farmer, 3 Wissenschaftler, 3 Köche, 4, oh, viele Ingenieure. Oh, komm, wir machen nochmal. Ach so, der ist Ingenieur in der 3. Etage. Nee, komm, der soll Bauarbeiter sein. In der 3. Oder auch in der 4, weil die 3 ist eigentlich fertig, ne? Können wir den zum Bauarbeiter in der 4 nämlich machen. Das werden wir auch tun. So. Und dann machen wir noch einen Bauarbeiter. Nur für die 4. So. Ja. Und dann gehen wir nämlich jetzt in die 4. Etage und gucken uns hier mal um. Das war so ein bisschen grob. Bisschen grob. Bisschen grob Platz schaffen. Wir müssen eh nach da runter. Also können wir hier auch dann unsere Sachen hinsetzen. So, machen wir das erstmal. Schauen wir mal, nicht zu viel, damit der Sauerstoff nicht ausgeht. Das ist immer so ein Problem. Das gefällt mir optisch auch nicht. Mann, 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 Lumi, was hast du da wieder angestellt? So, wir haben gut Laufbänder am Start. Wir können nochmal jetzt bauen eine Tanzmaschine. Eine Tanzmaschine bitte und einen schönen Spielautomaten. Mal, 2 Spielautomaten müssen ja wohl reichen, oder? So, und das Ganze müssen wir natürlich... Ach, guck mal, hier ist schon Strom. Läuft, läuft, ist gut. Ist okay. Strom ist da. Wasser brauchen wir natürlich nicht. Alt genug zum Arbeiten. Ich bin begeistert, Freunde. Ja, toll. Schön. Ja, Kollege. Du kannst gleich mal auch noch in Ebene 4 arbeiten gehen. Du kannst nochmal ein Hausmeister erstmal werden und du auch nochmal ein Bauarbeiter, ne? Ja, glaube ich, ist okay. In den Ebenen drunter dürften ja so viele Bauarbeiter nicht benötigt werden. Eigentlich brauchen wir die nur in Ebene 1 aktuell. Weil hier ist ja alles safe, alles ordentlich. Hier ist was kaputt. Das ist doof. Weil Stromkabel, ja, hier gebrochen. Okay. Und da auch. Wir haben 2 Stromkabelbrüche. Wie sieht es denn aus ingenieurtechnisch, Freunde? Da habe ich jetzt nicht so geachtet. Ja, ich überlege. Wir könnten vielleicht... Machen wir ihn noch zum Ingenieur, aber überall auf allen Ebenen. Jetzt haben wir quasi 2 Bauarbeiter nur für Ebene 4, das ist okay. Und die rotzen hier auch ordentlich schon was weg. Das ist okay. Virus, nicht genug Platz für Getreide, Dusche, Tanzmaschine konstruiert. Schön. So, okay, das ist in Ordnung. Dann können wir hier uns jetzt unsere kleine... Lebenserhaltung wieder aufbauen. Wir brauchen nämlich einmal einen Mini-Reaktor, der braucht Beton. Dann brauchen wir eine Wasserpumpe, die braucht auch Beton. Ja, und das sind so eine kleinen Dings. Die kommen hier in die Ecke. Ja, ja. Hier ist nämlich der Kartenrand, dann kommen die beide dahin. 1, 2. Tipptopp, aber wir lassen ihn hier erstmal bauen. Dann brauchen wir noch den Luftreiniger. Um den geht es ja letztlich. Wir können auch ruhig einen großen dann bauen. Wir bauen einen großen Luftreiniger hin. Weil wir dafür die Kapazitäten haben, den setzen wir nämlich dann hier so hin dazwischen. Ja, so. Ich glaube, das ist ein guter Plan.
Gut, der baut hier erstmal noch. Frage, ob wir ihn. Na komm, wir lassen es mal drauf angehen. So ein schöner Sauerstoffmangel, das kann auch mal ganz lustig sein. Man darf es nur nicht übertreiben. Dann ist vorbei. Erzvorkommen ist aufgebraucht, okay. Das bedeutet, weg damit und dekonstruieren bitte. Na gut, wir erschließen uns ja das nächste Erzvorkommen, also ist alles noch im grünen Bereich. So, hier haben wir uns schön, guck mal hier, wie glücklich. Aber es tanzt keiner. Aber sie spielen Videospiele, das ist doch gut. So, hier haben wir noch unseren Mini-Reaktor am Start. Unsere Wasserpumpe ist am Start. Ist die mit allem verbunden? Eigentlich sollte das so sein, ne? Ja, das ist okay. Frage, ob man hier nochmal einmal ein Rohr durchlegt. Geht das überhaupt? Rein theoretisch? Gucken. Ne, irgendwo hat er hier rot. Oder hier einfach durch. So. Warum denn nicht? Kann man mal probieren. So, Babys sind geboren. Ich freue mich. Können wir eigentlich nochmal drei losschicken. Ein Wissenschaftler hatten wir vielleicht noch einen. Einen Wissenschaftler können wir noch mal machen und Wissenschaftler, Koch, Ingenieur. Das wäre jetzt so meine Überlegung. Machen wir hier noch mal Wissenschaftler, Koch, Ingenieur. Das wird auf jeden Fall mal auf Nummer sicher gehen. Tipptopp. Und wir könnten überlegen, doch noch mal ein bisschen hier in die Forschung zu investieren. Wir schalten es mal an. Könnten ja theoretisch auch noch einen vierten Wissenschaftler uns hier nochmal holen. Ja, machen wir mal. Nur mal einen kurzen Moment, dann werden das wieder Arbeiter. Ist ja kein Ding. So. Na, guck mal. Also unser Videospiel läuft gut. Hier wird repariert, der Fußboden. Oder was macht er da? Die Betten reparieren wahrscheinlich. Sehr, sehr gut. So, Essen ist eigentlich gut am Start. Unsere Köche arbeiten zufriedenstellend. Und wir haben Fisch, Gemüse, Getreide, alles gut. Wir könnten eine Getreidefarm, könnten wir theoretisch mal ausschalten. Naja, wir können wahrscheinlich sogar zwei ausschalten. Na, eine. Eine ist okay. Dann läuft das. Genau. Ja, weil brauchen wir nicht, ne? Ist ja keiner hungrig, alles im grünen Bereich. Wunderbar. So, hier unten läuft auch alles. Hier müssen wir jetzt, das Ding wird dekonstruiert demnächst. Aber wir brauchen unbedingt Fußboden. Naja. Und gehen nochmal eine Etage tiefer. Was ist hier? Sie haben ein Loch gegraben. Ach was. Oh, der ist bei 49%. Der könnte dann mal die heiligen Hallen hier verlassen. Ja, guck mal, hier gibt es gleich. Gibt's einen Bruch, ne? Ja. Boah, ist nicht so schlimm. Können die überhaupt bauen, sag mal? Durch die. Ne, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das geht gar nicht, weil die kommen hier nicht ran. Ne, die können sie nicht bauen. War eine komische Idee von mir. Quasi eine sehr komische Idee. Aber hey, ist ja kein Problem. So, hier ist natürlich ein bisschen schmutzig jetzt alles, ne? Stört das unsere Freunde? Das ist die Frage. Gucken mal, wie glücklich sie sind. Nö, sind alle glücklich. Stört sie nicht, der Dreck da. Kein Problem. So, die ist jetzt wieder in Rente gegangen. Ingenieure, drei Köche, vier Wissenschaftler brauchen wir nicht. Ja, reicht eigentlich, ne? Jetzt steigt es langsam wieder mit den Forschungspunkten. Okay. Hier gibt's Dreck. Wegen Moleman wahrscheinlich. So. Er soll jetzt aber mal gerne was essen gehen. Zügig, bitte. Damit hier wieder der Sauerstoff ein bisschen ansteigt. Gut.
Okay, das Ganze steigt wieder, das ist gut. Und dann gucken wir, dass wir uns hier kümmern um unsere Grundversorgung. Ich würde fast sagen, wir gehen dann von hier hin, ne? Hier und hier und hier hin. Hier sind wir so schön abgeschlossen und hier ist schon so viel weg. Das gefällt mir natürlich nicht so. Sollen wir viel Fußboden bauen? Was aber möglich sein sollte. So, hier ist noch Erz am Start. Wie sieht's aus mit den Kiddies? Da sind sie bei 50%. Können wir nochmal drei nachlegen, wa? Wollen wir das machen? Zack, zack, zack. Ich glaube, essenstechnisch können wir uns das leisten, Freunde. Das können wir uns leisten von den Köchen mit den Küchen. Auch von unseren Farming-Sachen hier passt das auf jeden Fall. Das sollte kein Problem sein. Hier wird auch schön recycelt. Guck mal, der Müll, das ist gut. Also zwei Recyclinganlagen sind eine gute Idee. Das ist auch gut so. Hier wird schön geforscht. Sehr gut. Ja, und die Krankenstationen sind auch beide besetzt. Darf eigentlich nichts schief gehen. Ja. Lange auch nichts mehr kaputt gewesen. Das heißt, Ingenieure haben wir wahrscheinlich auch genug am Start. So, hier sind wir bei 50%. Hier können wir mal jetzt langsam anfangen zu bauen. Und zwar Beton. Das Ganze am besten, warte mal. So. So und so. Das ist der Plan. Ich hoffe, das geht so auf, wie ich mir das vorstelle. Dass wir hier den Luftbefeuchter hinbauen. Aber wir warten erstmal. Mit den Fußböden warten wir mal, bis wir hier safe sind mit der Sauerstoffversorgung. Da möchte ich jetzt kein Risiko eingehen. Ebene 4 haben wir doch Arbeiter zugewiesen. Zwei Stück, jawohl. Zwei Arbeiter gehen zu Ebene 4. Das ist in Ordnung. Jetzt geht bald ein Ingenieur flöten. Können wir aber ausgleichen, indem wir den zum Koch machen und den zum Ingenieur. Vielleicht sollten wir das schon mal machen, ne? Oder? Nö. Wenn der Ingenieur flöten geht, ist es nicht so schlimm. Haben wir immer noch drei Stück. Müsste reichen, Freunde. Sollte reichen. So, jetzt. Jawohl. Komm, mach den Fußboden. Hier wird erstmal sauber gemacht. Das finde ich auch sehr gut. Es wird hier Fußboden gebaut. Moment. Warum ist er jetzt wieder weggelaufen? Gibt's denn sowas? Luftreiniger. So. Und dann geht's weiter mit Mini-Reaktor. Haben wir nicht genug Baustoffe? Alter Falter, na gut. Aber die Wasserpumpe geht auch noch nicht. Uiuiui. Doof. Falsche Reihenfolge auch, ne? Tolle Wurst. Okay. Gucken wir mal. Schnupfennase, alles kein Problem. Wassermenge. Oh, das ist nicht gut. Moment. Ach, wahrscheinlich hier unten, ne? Oder? Ah, schalten wir erstmal aus. Ist ja in Ordnung. Energiemenge niedrig. Ja gut, das wird hier unten das Ding sein, ne? Das ist klar. Das ist aber kein Problem. Alles gut. So, warum läuft er jetzt hier dumm rum? Man weiß es nicht genau. Will die Gegend ein bisschen erkunden. Ja, ist in Ordnung. Kann er machen. Eigentlich könnte er doch. Warte mal, wenn er hier schon dabei ist, ruhig ein bisschen abbauen. Könnte er jetzt eigentlich machen. Will er offensichtlich nicht so. Na gut. Doch, gucke mal. Er legt schon los. Geht jetzt aber wieder weg. Aha. So, 250 brauchen wir, ne? steigt der Sauerstoff wieder. Ist ja auch okay. Ist ja auch okay. Hier ist noch Erz am Laufen. Also Raffinerien reicht eigentlich eine, um ganz ehrlich zu sein, ne? Die zwei haben wir fast nie gebraucht, weil wir einfach zu selten die ganzen Erzvorkommen hier am Start hatten. Warum kocht der zum Teil nur mit zwei Zutaten? Fehlt ihm wohl ein bisschen Fisch? Oder was? Sehr gut. Nee, das finde ich gut. So versetzt. Versetzte Embryos brüten. Das passt schon. Gut, jetzt fehlen uns einfach ein bisschen Baustoffe. Gucken wir mal. Lass uns die Ebene da unten noch erschließen. Und wir haben Rentner bekommen. Genau, das war das eine, war der Ingenieur. Das wissen wir ja.
Einer war der Ingenieur. Wissenschaftler haben wir noch drei. Das ist auch gut so. Farmer könnten wir noch mal ein Farmer, denke ich, machen. Ein Farmer noch, bitte. Und Köche wollten wir ruhig drei haben. Jetzt brauchen wir noch mal hier einen Hausmeister. Ja, so ist doch okay erstmal. So, hier ist schon wieder was kaputt. Aber ist schon repariert, offensichtlich? Nee, da unten nicht so schön. Aber jetzt auch nicht dramatisch, Freunde. Das läuft schon. Hier unten, das erschließen wir uns jetzt. Können wir schon mal Lebenserhaltung bauen. Fangen wir an mit einem, weiß ich auch nicht, mit einer Wasserpumpe. Die kommt hier hin. Oh. Er muss jetzt aber erstmal weggehen, bitte. Und zwar soll er mal auf die Toilette. Bitte. Jetzt, Junge, Sauerstoff ist niedrig. Ich werd bekloppt. Jetzt geh auf die Toilette. Oh. Auf die Toilette gehen, haben wir ihm gesagt. Und er soll nur in Ebene 1 sein, bitte. Haben wir ihm auch gesagt. Schleich dich. Lift, jetzt. Bitte begeben Sie sich sofort zum Notausgang in die Ebene Nummer 1 und gehen Sie auf Toilette. Wieso schrammelt hier unten eigentlich ein Hausmeister rum? Das verstehe ich nicht. Sehr gut. Ah. Rentner sterben. Sehr gut. Freue ich mich da? Naja. So ein bisschen vielleicht. Das ist okay. Ja, ist jetzt nicht der schickste Bunker, aber ist sehr komfortabel schon und praktikabel. No? Und darauf kommt es doch an, Freunde. Ich nicht im Kleinen, Kleinen, schön, schön verlieren. Ja? Ja. Der Sauerstoff steigt. Hier wird demnächst die Wasserpumpe gebaut. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Lumi.